So, die zweite Welt wäre jetzt auch platiniert, komplett. Ja, die drei Strecken, Tiefseefahrt, Meteorschlucht und Bärenruin haben wir jetzt platiniert. Insgesamt habe ich circa ein Dreiviertelstunden gebraucht. Das heißt, meine Gebete wurden erhört. Ich habe ja gesagt, boah, bitte keine 2 Stunden. Hat sogar gepasst. Also da mit Abstand am meisten Zeit hat er die Tiefseefahrt beansprucht. Da habe ich ungefähr 1,5 Stunden gebraucht. War auch nicht so ganz easy, wenn man auch gern mal Kisten verpasst hat und so weiter. Bei den anderen beiden Strecken habe ich aber jeweils 1 Viertelstunde circa gebraucht und das hat mich sogar geschafft, ohne alle Kisten zu sammeln. Also die waren wirklich relativ easy. Zwar auch nicht beim ersten Versuch, aber okay. Gut, wir fangen dann jetzt direkt mit der Tiefseefahrt an. So, die Tiefseefahrt, wie bereits erwähnt. Was gibt es hier allgemein zu beachten? Also das Fieseste hier sind eigentlich die Sprünge hinter den Rampen. Weil, wenn man nämlich zu spät springt, also wenn man es zu gut meint, dann verpasst man nämlich gerne mal die Kisten, genauso wie hier an dieser Stelle. Man darf nicht zu spät springen. Hier bin ich direkt erstmal links gefahren, damit ich in den zukünftigen Runden weiß, okay, links musst du nicht mehr lang. Beim Eifer des Gefechts kann man sogar gerne vergessen. Und auch an dieser Stelle sollte man gucken, wo halt diese Klinge ist und sich dann für die entsprechende Kiste entscheiden. So, hier kann man wunderschön durchboosten. Man kann diese beiden Kisten, die ich sonst in diesem Sprungslide geholt habe, auch schön in einem normalen Drift holen. Dann habe ich auch mal erstmal den rechten, dann habe ich es hinter mir. Die 2 Sekunden dahinter holen und direkt einfach driften und nach links zeigen, dann kriegt man auch die 1 Sekunde. Und hier auch wieder beim Sprung aufpassen. So, hier ist die beschissenste Stelle überhaupt. Man kann hier die ganze Zeit eigentlich auch theoretisch durchdriften, wenn man es schafft, sich nicht treffen zu lassen. Ich habe es nicht geschafft, so viel dazu, aber ein bisschen was verzeiht dieses Level auch, ja. Da muss ich ein bisschen schief driften, sonst hätte mich das Ding nämlich erwischt. Das ist dann natürlich nicht so gut. Ja, und hier kann man sich einfach entscheiden, für welche Kiste man sich entscheidet. Bleibt in einem selbst überlassen. So, okay, dann der linke Weg, genau. Man ist zwar langsam, aber auch hier muss man lang wegen der Kisten. Dann hier nochmal lecker 3 Sekunden holen. Natürlich nach rechts, weil da braucht man nicht mehr nachdenken. Einfach nach rechts fahren, hervorragend. Aber hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande, und zwar am Ende einer Runde, ne, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall erstmal die hochwertigen Kisten zu sammeln. Weil wenn man jetzt in der letzten Runde unmittelbar vor der Zielgeraden eine Kiste einsammelt, die 3 Sekunden hat, dann hat man von den 3 Sekunden nichts, weil die Zeit wird ja nicht abgerechnet. So, die bleibt stehen. Das heißt, von 3 Sekunden hat man dann letztendlich 1/2 Sekunde oder so. Das ist natürlich ein bisschen Käse. Auch hier gerade bei dem Übersprung sollte man auch darauf achten, nicht zu spät abzuspringen, weil sonst überspringt man die erste Kiste gerne mal. So, einmal Job. Einmal durch das Röhrenchaos, draußen wieder Motorräder und so weiter. Ist gerade Mittagspausenzeit, ja. Ich bin letzter Krankenscheintag. Ich genieße es noch. Weil heute geht es eigentlich schon durch. Also immer noch die Restwehen, aber vom Empfinden her geht's mir gut. Ach komm, da wurde ich getroffen, toll. Und das kostet hier unglaublich viel Zeit, weil man kommt einfach nicht voran. Also da wollte ich jetzt nämlich hier die 2 Sekunden sammeln und da vorne die 1 Sekunde. Und ansonsten, wie gesagt, in der nächsten Runde hätte ich nichts. Letzte Runde, ich habe noch 40 Sekunden circa Zeit und noch 11 Kisten zu sammeln. Da muss ich leider ein bisschen Zeit investieren, weil ich dann nämlich die 2 Sekunden in der ersten Runde verpasst habe. Theoretisch kann man die 2 Sekunden auch driftend holen und am Ende dann die 1 Sekunde auch noch. Die dann noch ganz hinten hinter dieser einen Säule ist. So, okay, da muss ich auch ein bisschen umlenken. Wurde aber glücklicherweise dadurch nicht von dieser komischen Klinge getroffen, von dieser Schraube. 5 Sekunden noch. 5 Kisten noch. Ja, circa 20 Sekunden. Ah, das mag ich, weil da kann man wirklich so schön durchdriften. Da kriegt man richtig Speed drauf. Das ist richtig gut. Und da ist, fehlt noch die 1 Sekunde, genau. Weil die ist, glaube ich, auch ein bisschen niedriger als die anderen. Da muss man erst recht aufpassen mit dem Springen. Und da springen wir richtig gerne mal drüber. Und auch sollte man sich nicht zu nah an den Wänden aufhalten, wenn man in die Röhre reinspringt, weil ansonsten agiert die Schwerkraft und dann hängt ihr auf einmal an der Decke. Und dann habt ihr erstmal ein Orientierungsproblem. Zumindest ging es mir so. Oh, das ist auch eine fiese Stelle. Okay, gut, ich habe noch 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, okay, 2, 1 und geschafft! Ah, sehr knapp, aber es hat gereicht. Aber wenn man bedenkt, ich wurde, glaube ich, 3, 4 Mal getroffen. Musste 2 Mal umlenken, glaube ich, um die Kisten zu holen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine bessere Zeit drin. Aber auch so mit ein paar kleineren Fehlern klappt das auf jeden Fall. Gut, das war dann die Tiefseefahrt. Als nächstes kommt dann die Meteorschlucht. So, die Meteorschlucht. Also, das ist jetzt ein Rennen, da braucht man nicht unbedingt alle Kisten, was sehr gut ist. Dennoch sollte man halt wirklich darauf achten, dass man, wenn man Kisten sammelt, recht hochwertige Kisten einsammelt. Hier würde ich empfehlen, direkt nach links zu fahren, weil da komme ich nämlich da oben schön drauf, kann nochmal durchboosten und hat dann nochmal 4 Sekunden extra. Und dieser Sprung ist auch nicht ohne. Da muss man vorher driften. Aber da hat man 3 Runden für Zeit, theoretisch. So, hier ist auch eine sehr schöne Stelle zum Driften. Allerdings hier alle Kisten zu holen, finde ich recht mühselig. Da wollte ich unbedingt die 3 Sekunden haben, weil ich mir schon gedacht habe, das geht auch ohne. Hätte ich aber natürlich auch in der nächsten Runde holen können. Wäre ein bisschen charmanter und auch besser gewesen, effektiver vor allem. Hier die Sprungplattform aktivieren. Nochmal 3 Sekunden.
Ist eine sehr angenehme Strecke auf jeden Fall. Also die ist wirklich... Die hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es dann auch zwei Driftbahnen so gesehen. Einmal mit 1-Sekunden-Dingern und einmal mit 1-2 und 1-3-Sekunden. Und hier muss man halt auch mal gucken, dass man hier alles bekommt. Also ich sag mal, man sollte wirklich alles holen, was halt problemlos zu erreichen wäre. Das heißt, man müsste seine Sprünge auch entsprechend ausrichten. Dann dürfte das eigentlich wirklich ganz gut funktionieren. Und natürlich immer schön driften, schön schnell sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie deutlich ich das jetzt hier geschafft habe, diese Strecke, ohne alle Kisten zu sammeln. Aber es hat auf jeden Fall gereicht. Uiuiui, okay. Ja, weil da war ich wirklich krankhaft versucht, irgendwie die Kisten zu erreichen. Aber ich finde das da mega schwierig an dieser Stelle. Echt. Aber es sind ja auch recht hochwertige Kisten. Es sind zwar nicht so viele, nur 34 Stück für eine relativ lange Strecke. Ich sag mal, ja, ist halt wie Tiny Temple, weiß ich nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viele Kisten es da gab. Aber die Kisten, die hier sind größtenteils tatsächlich hochwertig. So, jetzt will ich am Spiel 2 Sekunden haben, genau. Letzte Runde, wir haben noch 35 Sekunden in etwa Zeit. Sollte eigentlich funktionieren. Und hier gebe ich auch eigentlich, glaube ich, nur Hackengas. Also, ich versuche es wahrscheinlich irgendwie verzweifelt noch alles zu holen. Hab da auch, glaube ich, hier noch die Intention gehabt, alle Kisten tatsächlich zu sammeln. Aber, ich sag schon mal, so viel hat nicht funktioniert. Und zwar genau an dieser Stelle gleich. Ah, genau. Die habe ich erreicht, aber die jetzt leider nicht mehr. Oh, schade. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck it. Jetzt musst du Gas geben. Komm aus dem Schnee raus. Muss man natürlich aufpassen, das verlangsamt ungemein. Okay, 11 Sekunden haben wir noch, aber ich strecke es ja gleich schon zu Ende. Kurz ans Speedfeld. Ach genau, richtig, ja, die kleine Plattform, die habe ich total vergessen. Richtig. Okay. Wir haben es gleich 3. Und es hat funktioniert. Ja, super, alles rein. So noch über eine Sekunde runter, 1,5 Sekunden fast. Und das ist nicht mal mit allen Kisten. Also es ist auf jeden Fall durchaus machbar. Ein paar Versuche habe ich hier gebraucht, aber das war eine Viertelstunde, wie gesagt. Also ich habe dann immer schon aufgehört, wenn ich gesehen habe, dann wird nichts. Sieht man hier auch, 1,26 war davor das Beste. Gut. Aber es reicht, ne? Gut, dann zur letzten Strecke. So, die Baron-Ruinen. Für mich echt die einfachste Strecke gewesen. Auch wenn es hier teilweise Sachen gibt, also wie zum Beispiel am Ende, dass man ja schon den Einsprung schaffen muss mit Gebooste. Der war schon nicht ganz so einfach, aber auch hier ist es, wie gesagt, möglich, die Zeit locker zu, also wirklich locker zu erreichen. Ohne dass man halt diesen 10 Sekunden Bonus bekommt. So, der Anfang ist noch recht gediegen. Hier kommt die erste Krux, und zwar gibt es links und rechts auf diesem Balken Zeitkisten. Da könnte man theoretisch noch rein, wenn man auch in der Mitte landet, aber so ist es natürlich ein bisschen einfacher. Die Strecke ist auch nicht so ohne, weil es sind überall Kisten verstreut, die zwar schon irgendwie logisch auf dem Bahn liegen, allerdings, da hinten sehen wir einmal 3 Sekunden, einmal 2 Sekunden. Habe ich jetzt im ersten Versuch nicht erreicht, aber glücklicherweise kann man das auch in 2 Runden erreichen. Das heißt, man muss ja jetzt nicht unbedingt immer alles hier, ne? Mit jeder Runde eine Kiste holen. Das ist schon mal sehr viel wert. So, und hier versuche ich, glaube ich, schon genau den Sprung einmal. Hopsa. Habe ich sogar geschafft. Hervorragend. Habe ich mich wahrscheinlich sehr drüber gefreut. So, eine halbe Minute ist rum. Wir haben noch 1,15 zu der Zeit. Ist ja wundervoll. Im letzten Kram aufräumen. Man muss sich auch bedenken, wenn keine Kisten mehr im Weg liegen, dann kann man komplett durchboosten. Damit hat man natürlich auch wieder einen Zeitbonus. Oder beziehungsweise eine Zeitersparnis. Anstatt, dass man immer nach Kisten sich ausrichten muss. Deswegen gerne nach der zweiten Runde schon alles weggesammelt haben, was man weggesammelt kann. So dass man in der dritten tatsächlich einfach nur durchboosten kann und hier und da mal eine Kiste einsammeln. So, okay, da habe ich den linken Bereich auch schon mal fertig. Also hier habe ich es auch tatsächlich versucht, alle Kisten einzusammeln. Ich weiß jetzt wirklich nicht, habe ich es ja vielleicht doch geschafft, keine Ahnung. Und mir fallen jetzt gerade keine schwierigen Kisten mehr ein. Ne, habe ich nicht, okay, ich weiß schon. So, dann habe ich jetzt schon mal die 3 Sekunden bekommen. Da fahre ich jetzt, glaube ich, rechts hoch, genau, und dann direkt in der Mitte wieder. Ja. So, und jetzt auf der linken Seite, man sollte es nicht 30 Runden lang versuchen, die Kisten da hinten zu bekommen, weil hier sind auch nochmal recht hochwertige Kisten. Hier nochmal 3 Sekunden, hier nochmal 1 Sekunde. Und 45 Sekunden haben wir noch Zeit. Den Rest eben aufbauen. Hier können wir jetzt schön durchboosten. Kein Problem mit irgendwelchen Kisten. Und die verpasse ich. War ja klar. Na, da habe ich mir schon ein bisschen gestresst in dem Moment. Aber... Wie gesagt, ich verrate euch schon mal, es lief ja gut. Das würdet ihr das jetzt gar nicht sehen. So, okay. Wie viele Kisten sind da noch? Okay, jetzt sind noch 6 Kisten. Oh, wir haben das Geröll aktiviert. Oh mein Gott. Das ist noch sehr, ja genau, hier in der Mitte sind, glaube ich, noch welche, ne? Oder? Jawohl. Und die 2 Sekunden da hinten. So, wirklich, also muss man schon auf jeden Fall Gas geben, um das zu erreichen. Vielleicht wäre es mit Tiny ein bisschen einfacher, aber Tiny lässt sich halt viel schwieriger steuern, ne? Muss man auch so sehen. Ist halt für das Kisteneinsammeln nicht unbedingt optimal.
Da nochmal 2 Sekunden. Und da noch in der Ecke sind dann 3 oder? Sind 2, okay. Und eine Kiste verpasst und einfach mal trotzdem fast 10 Sekunden drunter. Also das ist, die Strecke ist wirklich Pillepalle. Ja, das war dann die zweite Welt mit Platte-Relikt. Ich bin echt sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich muss sagen, die erste Runde hat mich platt gemacht und ich habe, also die erste Welt, habe ich platt gemacht und ich habe mir gedacht, Alter, wie willst du das jemals schaffen? Du hast jetzt schon 6 Stunden dran verballert, einfach nur hier diese 3 verdammten Platin-Relikte zu holen. Wie soll das nur weitergehen? Die Strecken werden schwieriger. Aber wenn das wirklich so ist, dass die Zeiten dann entsprechend ein bisschen humaner werden, dann bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die nächsten Welten auch recht angenehm werden. Aber warten wir es mal ab. 2 Welten liegen noch vor uns. Und ja, ich bin gespannt. Ich drücke mir auf jeden Fall selbst die Daumen. Ne? Also in diesem Sinne, wir sehen uns dann in der dritten Welt wieder. Wie hieß das? Phänomena, genau. Nee, ich muss ein bisschen epischer sagen. Phänomena. Gut, bis dahin, ne? Tschüss.